Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden unterhalten sich bei ihrem Treffen im vergangenen Sommer in Genf. Der Gipfel in der Schweiz könnte nicht der einzige der beiden Staatschefs bleiben, denn Biden will Putin nach Angaben aus Paris erneut treffen, zumindest falls Russland auf einen Einmarsch in die Ukraine verzichtet. Das Gesprächsangebot kommt offenbar auf Vermittlung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zustande, der in den letzten Tagen wiederholt mit allen Konfliktparteien telefoniert hat. Wir, die einen Krieg unbedingt vermeiden wollen, hoffen, dass die beiden Präsidenten bei ihrem Treffen eine Vereinbarung schließen, der zufolge Russland seine Truppen abzieht. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock begrüßte das Gesprächsangebot bei einem Treffen der EU-Chefdiplomaten in Brüssel. Skeptisch zeigte sich dagegen der Kreml. Für ein solches Gipfeltreffen sei es noch zu früh, erklärte ein Sprecher von Präsident Putin. Zunächst solle auf Ebene der Außenminister beraten werden, hieß es in Moskau. Der US-Satellitenbildanbieter Maxar berichtet derweil über weitere russische Truppenbewegungen in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Unterdessen nimmt die Gewalt in den Separatistengebieten im Osten des Landes weiter zu. Der Westen unterstellt Russland, eine große Invasion der Ukraine vorzubereiten. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne.